So, Prof, du bist grün. Oder dann bin ich rot. Ich beobachte euch einfach nur. Ich kenne das Spiel sowieso nicht. So, ich habe eine 3. Roll. 3. Eine 6. Oh, kannst rausziehen. Oder? Du bist dran, Prof. Roll. Eine 6. 6. Ziehen Feld links raus und würfel nochmal. Eine 4. 1, 2, 3, 4. Was mache ich denn mit dem schönen Stein? Du musst genau drauf legen, dann drauf sammeln und dann so anders hinlegen. Bis auf die erste Reihe darf ich es überall hinkloppen, oder ja. So war das auch. Kannst du auch hinter dich legen. Na, dann lege ich es einfach hinter clever. Mich. Eine 2. Eine 6. 6. Ey. Man darf dreimal würfeln, nur wenn man noch nicht wie bei Mensch erinnert sich nicht. 1. Du bist dran. Na dann. Ja, das funktioniert nur so mäßig. Roll. 1. Die Musik ist gerade besonders spannend. Welche Musik? Die ich in der Playlist gespielt habe. 1, 2, 3, das schaffe ich. Ja, nice. Dann nehmen wir mal die. Ich hafte jetzt an dem. Blockadestein mitnehmen ist nicht. Wo setzt ich den hin? Ich setze den mal hier hin. So, Prof ist dran. Roll. Eine 5. 5. Oh, fuck it. 1, 2, 3, 4, 5. Money malt. Ja, ihr spielt das Spiel und ich habe in der Zeit einen obdachlosen Weihnachtsmann gezeichnet. Bin dran. Alle Weihnachtsmänner sind obdachlos. 2. Das stimmt. So. Das liegt in ihrer Natur. Ja. Prof. 3. 1, 2, 3. Und eine 4. Hallöchen. Grätzi. Eins, zwei, drei, vier. Also, was soll ich sonst tun? Oh, verdammt. Tschüss, Löffel. Sollte eigentlich kommt der wieder, oder? Ja, da ist er. Reichweite. Ja, da ja. Ist er. Eine 5. Das ist eigentlich Kippe, aber was soll das? 1, 2, 3, 4, ne. 1, 2, 3, 4, 5. Tja, na dann gucken wir mal, was jetzt passiert. 3. Eine 3. 1, 2, 3. Eine 1. Das ist sehr gut. 4. 4. 1, 2, 3, 4. Wuhu. Meine Schnuppennase. So, wo kloppen wir den hin? Ach, schön hier mittig rein. Yes. Damit ich nicht zu dir kann. Eine 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, wir müssen alle Spieler ins Feld bringen, oder? Oder wie war nur der Erste, der überhaupt das Feld ganz oben berührt hat, gewonnen. Okay, wozu haben wir denn hier? Damit ich nachziehen kann, falls ich irgendwann mal... Man kann Leute rausschmeißen. Also macht es Sinn, mehr als okay. Einen Stein zu haben. Oder falls ich mal blockiert bin, falls ich von links und rechts eingeschlossen bin, kann ich den nächsten holen. Na dann mal gucken, wo es mich jetzt hin verschlägt. 2. 2. Eine 4. 1, 2, 3. Außerdem macht es Sinn, da du ja ziehen musst. Wenn du mehr Steine hast, dann hast du mehr Alternativen, mit was du ziehen kannst. Ja, wenn ich von dir, wenn ich dort vorne auf dem Feld stehe und vor mir eine Barrikade ist und hinten eine Barrikade ist, dann musst du. 1, 2, 3. Dann muss ich halt irgendwie sind die Sechsen bei uns nur spärlich gesät. Und dann, wo ich das sage. Nein, du musst einen Stein rausnehmen. Ah, jetzt bei der 6 muss ich einen rausziehen.
Okay, warum habe ich das vorher noch nicht gemacht? Okay, jetzt darf ich nochmal mit einer 6. Eine 4. Das war zwar schlecht gewürfelt, aber 3, 4. Ja, ich mach's ja die ganze Zeit mit der Roll-Option mit dem Rechtsklick. Na dann mal gucken, was jetzt bei rauskommt. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Es geht auch mit R. Ja, du kannst auch mit R rollen. Jetzt bin ich dran. Okay. Eine 3. Ja gut. Ich glaube, ich bin dann für heute raus. Macht keinen Sinn. Willst du nicht gleich noch Mensch Ärger dich mit oder Uno mitspielen? Wir können gleich noch eine Runde. Wenn er schon das Feld nicht lädt, glaube ich, dass es mit anderen nicht funktioniert. Ich guck mal eben für mich im Singleplayer nach, ob bei mir Uno oder irgendwas anderes lädt. Wollen wir gleich noch Uno spielen? Ich hätte noch Bock auf eine Runde Uno. Es wird noch Spaß machen. Nein, Karten sind komplett blank. Texturen laden bei mir keine. Tja, also, das ist traurig. Raus. Ich weiß nicht, was bei dir los ist, aber... Bin ich dran? Ja. Der Tabletop-Simulator ist sowieso scheiße. Noch ein Stein. Warst du nicht immer der gemeckert hat? Kauf dir nicht Spiel des Lebens, lass uns jemanden Tabletop-Simulator spielen. Dann gibt's das auch. Ja, gibt's das auch. Und es wäre die bessere Option gewesen, aber... Das Tabletop-Simulator ist doch scheiße. Der ist auch scheiße, aber das Spiel des Lebens ist doch... 1, 2, 3. Also, ich bin raus für heute. Viel Spaß noch. Tut mir leid für dich. Danke fürs Mitspielen. Bin ich dran? Ja, du bist dran. Na dann. Eine 1. Das ist ja sehr gut. Das wird eine kurze Runde, wenn das sich so weiterentwickelt. Ja, ich komme hier auch nicht voran. Das ist... Du bist dran. Deswegen habe ich mittlerweile beide Eingänge komplett zugemacht. Eine 3. Ede Minimu, 1, 2, 3. Wenn man es ganz spannend spielt, hat man dann irgendwann da verschiedene hier. Ich hatte hier schon mal den ganzen Weg blockiert. Ja, das kann auch schon mal passieren. Eine 6. Natürlich, ich muss einen rausnehmen. Noch eine 6. 1, 2, 3, 4. 6. Na dann mal gucken. Du bist dran. Eine 1. Hast du auch noch keine 6 gewürfelt oder was? Eine 6. Nö. Ich hatte seit der ersten 6 keine einzige sonst mehr. Na dann. Tja, du musst noch ziehen, einmal würfeln. Achso, ich muss noch einmal würfeln. Und 1. Sehr gut. Eine 1. Nehmen wir runter. Dann setzt ihr natürlich direkt vor die Schnauze. So. Warte, du bist dran. Kurz. Ich will kurz nochmal hier in die Regeln reingucken. Was steht denn drin? Nach 6 darf nochmal gewürfelt werden, steht hier. Schlagende Figuren werden zurück an den Startplatz gesetzt. Das ist echt nur die Kurzversion. Es wird der Reihe nach gewürfelt. Eine 6. Bedeutet, dass eine Figur aus dem Startbereich gezogen werden muss, es sei denn, es sind schon alle draußen. Okay. Rein da. Okay, wo war ich? Da war ich. 2. 1, 2. Na. Speedrun-Technologie hier. Das ist zwar eine blaue Würfel, aber was soll's. 5. 1, 2, 3. 3, 4, 5. Du bist dran. Eine 1. Ich hab schon gewürfelt. Eine 5. Bringt mir absolut nichts. Eine 4 würde mir was bringen. Und eine 1. So, dann beweg dich 1, halt irgendwo. 2, 3, 4, 5. Eine 5. Ja, fuck it. 1, 2, 3, 4, 5. Kann ich eigentlich auch Steine rollen? Ja! Eine 3. Warte. Eine 3. Boing, boing. Verwirr boing, mich nicht. Boing, boing, verwirr mich boing. Nicht. Eine 5 habe ich. 3, 4 würde gehen. 1, 2, 3, 4 würde gehen. Kennt ihr irgendwas? Mein Spiel wurde gerade refunded. Hab mein Geld bekommen. Den hier. Meinst noch nicht, oder? Da sehe ich ja nicht, ich bin im Spiel. Du bist dran. Oh, eine 4.
Wäre fast eine 5 oder 6 geworden. 1, 2, 3, 4. Gehst du in die Stadt, nicht durch den Wald. Eine 1, sehr schön. Den setzt dir für die Schnauze. Warte, wie hoch kann ich würfeln? Sehr hoch. Eine 4. Damit. 1, 2, 3, 4. Du kannst nirgendwo hin. Aber ich auch nicht, wenn ich dort bin. 1, 2, 3. Tja. 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, erstmal das zur Seite und dann setzen wir das kann doch hier wieder eigentlich hin. Ey! Und dann nehme ich mir halt einen anderen. So, okay. Ich kann deine Figuren löschen. Wo hast du den Stein jetzt überhaupt hin? Ich hab den gelöscht. Ich hab den gelöscht. Den Stein. Den gibt's nicht mehr am Brett. Aber du kannst ja einen neuen nehmen. Ich such gerade. Okay. Ah, da. 1, 2, 3, 4. Hier kann ich einen neuen Stein. So, und hallo. Tja. Na, 1. 1. Sehr schön. Tja, so ist das Leben, beziehungsweise das Spiel. Eine 5. Hier bringt mir absolut nichts. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, machen wir mal so. Irgendeine 6 wäre auch nochmal nett. Einfach nur, damit ich einen Stein für dumme Bewegungen habe. 6! 6, yay. Gewünscht und schon gehabt. Eine 6. Was? Du musst 6 ziehen hier mit dem. Du musst jetzt mit dem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Nee, du darfst eigentlich nochmal. Nach der 6 darfst du nochmal. Drittes Mal. Eine 2. 2. 1, 2. Eine 3. Warte, 1, 2, 3. Den Stein habe ich. Sitzt dir für die Schnauze. So. Du bist dran. Eine 2. Ja. Sieht danach aus. Und eine 6. Du musst einen Stein rausholen. Ja, das stimmt wohl. Den letzten. Alle sind im Feld. Jetzt muss ich keinen mehr rausholen. Eine 1. Das ist jetzt blöd, dass ich da nicht mehr vorstehe. Ich kann hier, zack, 1 und dann setzt die hier vor. Du bist dran. Ja, das tust du wohl. Eine 1. Ja, na gut, dann. Schön. Mist. Eine 2. Zack. Damit. So. Gerade die letzte Phase von diesem Spiel ist doch irgendwie sehr bösartig. Ja. Eine 5. 1, 2, 3, 4. Ne. 1, 2, 3, 4, 5. Ich hab deinen Würfel geworfen. Was soll das? So, hier den hier. Eine 3. Nice. 1, 2, 3. Nice. Hier komme ich drauf. Die war hier, oder? Ja, die war hier. Du bist dran. Das ist drei Plätze vor dir. 6, du musst eins rausziehen. Hui! 4. 4. Irgendwas, was sich lohnt? Ach ja. Dann nehme ich mir den hier mit. Und den hier. Das ist eine 1. Eine 4. Auch so gut. 1, 2, 3, 4. Und eingesperrt. Weil es das doch so bringt. Ja, jetzt kannst du nicht mehr zurück mit dem. Das bringt schon was. Ich habe andere Steine draußen. Das macht jetzt keinen großen Unterschied, ob ich zurück oder nach vorne gehe. Tja.
Was mache ich mit der 4? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eine 6. Ja, jetzt gut, kannst du damit machen, was du willst. Kann ich damit was Sinnvolles machen? 2, 3, 4, 5, 6. Ne, kann ich nicht. 1, 2, 3, 4. Nö, nicht wirklich. 5, verdammt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zieh ich den mal hinterher. Eine 3. Eins, zwei, drei. Und zwei. Eins, zwei. Wie wär's mit hiermit? So. Eine drei. Was mache ich damit? Nicht viel. 1, 2, 3. Und eine 5. Dann würde ich mal sagen 1, 2, 3, 4, 5. Und den stelle ich hier hin. Hier war's. Du bist eine 4. Oh, die Musik ist gerade sehr meditativ. Warum? Warum? Du bist. Ich war gerade am Meditieren. Natürlich, du oder Buddhist, fünf. Du. 1, 2, 3, 4, 5. Na dann gucken wir mal, was bei rauskommt. Gleich am Ziel, wenn du nicht Barrikaden dazwischen stellst. Ja. So, würfeln. Ja, hast du eine 4. Kurz was. Gibt's natürlich nicht, aber schön wär's. Wie heißt denn das hier, das? Wie heißt das englische Begriff für Diadem? Ich habe keinen blassen Schimmer. Na gut. Das ist kein Begriff, über den ich mir jemals Gedanken gemacht habe. Eine 5. Ja, können wir machen. 1, 2, 3, 4, 5. Wenn wir nicht spoilen werden, den anderen nicht nachgezogen zu haben. Eine 5. Ja, dann nehmen wir den doch mal mit hier. Nice. Und eine 4. 1, 2, 3, 4. Eine 5. Du bist. Eine 5. 1, 2, 3, 4, 5. Du bist. Eine 3. So, 3. Eine 4. 1, 2, 3, 4.
Damit steigt die Chance, das zu mit höheren Zahlen zu schaffen. 3, 1, 2, 3. Okay, das hilft auch nicht weiter. Wenn man mehrere Spiele hintereinander hat, kann man dann halt auch mit einer 2 oder mit einer 3 oder einer 4 den Stein schaffen. Eine 1. Damit. So, den setze ich mal hier hin. Der war hier, oder? Wo war das? Hier. Ja. Du bist. Na dann. Eine 4. Ist überhaupt nicht. Du musst zurücksetzen. 1, 2, 3, 4. Eine 3. Nö. 1, 2. 1, 2, 3. Gut, du bist. Auch eine 3. Bringt dir wieder die nichts. Die hilft ja so überhaupt nichts. Die hilft gerade relativ wenig. Eine 4. 1, 2, 3. 2. Das hilft mir auch nichts. 1, 2, 3, 4. Eine 2. Na, das hilft dir was. Etwas. Das war nix. Eine 4. 1, 2, 3, 4. Dann würde ich mal sagen, ab nach Hause mit dir. Du warst so ein schöner Hut. Tja. Du bist dran. Sechs. Jetzt überhaupt nichts, keine Haare. Das bringt so überhaupt nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Du bist. Tja. Ich guck hier gerade, ob es irgendwas gibt, was man hier. Den kann man hier hinsetzen. Den König. Kann man da von hinten ermorden. Eine 6. Machst du mal wieder kleiner? Ich kann hier nicht setzen. Warum das überhaupt kannst. Eine 6 habe ich gewürfelt, oder? Ja. Dann muss ich wohl 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du bist dran. Ne, ich muss nochmal. Eine 2. 1, 2. Die setze ich gleich. Ich muss jetzt mal den hinsetzen. Würde ich mal sagen. Warum nicht? Du bist dran. 2. Du bist. Wie mach ich den denn wieder kleiner? Scale. Der ist ja süß. Mini-König. Nur 6. Als ob. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eine 1. Na endlich mal irgendwas. Ja, das, ja. Zurücksetzen ist jedenfalls jetzt nicht mehr bei dir. Eine 5. Na, 3. 5. Du bist 2. Das hilft so überhaupt nicht. Eine 1. Sehr schön, den nehme ich mir mal weg. Sekunde, wo stehe ich denn hin? Den stehe ich noch davor, hier. Damit. Ich muss auch punktgenau ins Ziel werfen, deswegen. Das wird auch mal. Eine 1 hast du. Ne, eine 4 hast du. Eine 4. Das ist mehr. 1, 2, 3, 4. Hast du jetzt eine 1?
Das wäre geil. Eine 1. Und gewonnen. Tja. Der König stammt am Weg. Weg mit dir. Der König heißt jetzt Zweggy. Ja. So viel dazu. Dann würde ich mal sagen, wie war nochmal die Taste für den Tableflip? Genau so. Oben unter Flip. Ah ja, das ist eine Taste namens Flip. So. Dann spielen wir jetzt noch eine Runde Uno. Oder nicht? Braucht's nicht unbedingt.